Kriteriale Leistungsbeurteilung, lernförderliche Rückmeldekultur. Die lernförderliche Rückmeldekultur bündelt drei aus den Top 10 Faktoren, die Hetty in seiner Rangliste als besonders effektiv identifiziert hat. Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler, formative Evaluation des Unterrichts und Feedback. Eine wirksame Rückmeldung führt also zu besseren Lernergebnissen, aber nicht in jeder Form. Vier verschiedene Formen können unterschieden werden. Lob und Rat sind eher personenbezogen und mit Zuschreibungen und Vorurteilen verknüpft, sind also oftmals eher kontraproduktiv. Feedback und Response hingegen sind leistungsbezogen. Feedback zeigt auf, welche konkreten Schritte unternommen werden können, um die Leistung zu verbessern und welche Lernwege effektiver sind. Zum Beispiel, wenn du diese Teilbewegung übst, wirst du weiter springen können. Du hast ziemlich schnell gesprochen, darum war es schwer zu verstehen. Probiere diesen Absatz langsamer zu sprechen, übertreib dabei. Response ist die subjektive Reaktion auf eine Leistung und hilft dabei, die eigene Wirkung auf andere zu sehen. Die Botschaft wird dabei meist in der Ich-Form formuliert. Zum Beispiel, ich habe mich ziemlich anstrengen müssen, um zu folgen. Das Tempo hat mich gestresst. Man sieht hier schon, eine lernförderliche Rückmeldekultur braucht klare Ziele, damit der Lernweg festgelegt werden kann, und wiederum klare Kriterien oder Maßstäbe, damit die Leistung überhaupt eingeschätzt werden kann und weitere effektive Schritte festgelegt werden können. Zusammengefasst lässt sich festhalten, wirksame Rückmeldung ist zielorientiert, was ist das Ziel? Handlungsorientiert, was kann ich tun, um das Ziel zu erreichen? Prozessbezogen, welche Strategien sind hilfreich? Welcher Fortschritt wird sichtbar? Und natürlich ergebnisbezogen. Wo stehe ich? Was ist noch zu tun?